Hey Leute, willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Ja, wir haben es rausgeschafft. Sind jetzt in den Außenbezirken. Und ja, wir müssen gleich einen sehr unschönen Weg gehen, sage ich mal. Mal gucken, ob wir das direkt schaffen. Das hier, seht ihr schon. Da führt uns unser Weg hin. Holy moly. I guess this is what these buildings look like up close. They're so damn tall. So what happened here? They bombed the hell out of the surrounding areas to the quarantine zones, hoping to kill as much of the infected as possible. It worked for a little while. Ha? Evakuierungsflyer. Warnung, das Gebiet direkt außerhalb der Quarantänezone von Boston wird innerhalb der nächsten 48 Stunden zum Ziel von flächendeckenden Bombardierungen, um jede Gefahr durch Infizierte auszulöschen. Alle Bewohner dieses Gebiets haben ab der Veröffentlichung dieser Nachricht 48 Stunden Zeit, die Stadtgrenze von Boston zu verlassen. Niemand darf die Quarantänezone betreten. Neue Bewohner werden derzeit nicht akzeptiert. Es wird keine weitere Warnungen geben. Verlassen Sie das Gebiet zu Ihrer eigenen Sicherheit. Krass, oder? Ich sag ja, das ist ein Privileg, in die Quarantänezone zu kommen. Wer nicht drin ist, hat Pech gehabt. Also wirklich Pech gehabt. Ich meine, kämpft euch mal durch so eine ganze Horde von Infizierten durch und überlebt das Ganze dann auch noch bis... What the hell was that? Tess, you hear that? Yeah. Sounded pretty far away, though. Are we safe? For now. Come on. Meinst du, das hat sich jetzt nicht gerade weit weg angehört? Gab's hier nichts mehr? Ich dachte, hier gab's noch Gegenstände. Wartet mal, Leute. Bevor ich jetzt weitergehe. Das ist nämlich oft der Fall, dass wenn man weitergeht, man eben nicht mehr die ganzen Gegenstände aufsammeln kann, die noch hier liegen. Das ist ein Problem und ich brauche ja Rohstoffe. Noch ist es noch nicht ganz ersichtlich, für was ich diese komischen, ja, Teile eben aufsammeln muss, diese Metallteile, aber bald. Bald. Hier lag auch nichts, ne? Nee, ich glaube, dann war es das auch. Dann brauchen wir gar nicht weitersuchen. Die beiden sind schon oben. Ach, guck mal, dieses Bombardement, das war ganz schön effektiv. Zumindest hat es halt dieses Hochhaus gefällt, einfach mal. Fast. Stell dich mal vor, wie viele Massen an Stahl und Beton das sind. Krank. Damn, that's quite a drop. Now there's the Capitol building. Yeah, we need to get around this mess. This is the downtown area? It was. Now it's a giant wasteland. Hätten die sich nur mal ein Seil eingepackt, du, dann wären sie jetzt hier auf jeden Fall viel besser bestellt. Ja, was bleibt uns für ein anderer Weg, ne? Alter Schwede. Also mich wird da, glaube ich, keiner reinkriegen. Das kann doch jeden Moment umkippen, auch wenn es jetzt halt nicht so aussieht, aber... The Old Stone Building. Old Stone? Keine Ahnung. Das Gewitter. Find anything over there? No. Keep looking. Das Gewitter ist so super. Do anything? You just stay close to her for now. Dodger, Dodger. Okay, okay. Und wen haben wir hier? Joseph Lenz. Auch einer von den Fireflies. Da kann man sich echt fragen, wie die ganzen Doc-Tags hierher gekommen sind, oder? Würde mich auch schon interessieren. Jemand muss das ja darauf geworfen haben. Oder nicht? Oh, wie das hier rumpelt, das ganze Gebäude, du. Tess! Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wäre auch schön, wenn ich hier mal was finden würde, du. Alles leer. Ja, schon wieder Frühstück. Abendessen, besser gesagt. It's been ripped apart. The body's pretty fresh. Is that bad? Yeah, it might be. Let's not stick around. Super, ne?
natürlich auch nichts mehr. Dass er nicht mal eine Kugel über hat. Nicht eine einzige für uns. Alles verballert. Oh, guck mal, da liegt aber was. Aha. Das waren jetzt 6 Metallteile, immerhin. Wir brauchen zwar eine ganze Menge mehr, aber ich... Vielleicht sollte ich mich auch nur auf bestimmte Dinge beschränken, die ich damit verbessere. Feldeinsatzprotokoll. Feldeinsatzprotokoll M254E. 18:08 Uhr, angekommen. Punkt 2438A. Negativer Kontakt bei Landezone. Bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. 21 Uhr, negativer Kontakt. 22:18 Uhr, scheiß negativer Kontakt. 23:12 Uhr. Soldat Atwater meldet Sichtkontakt, Geräuschkontakt. Cordyceps-Infizierte, zweites Stadium. Bei eingestürztem Bürogebäude. Unterwegs für Untersuchung. 23:40 Uhr. Mehrere infizierte Kontakte. Soldaten Atwater, Shah, Coolidge. Coolidge vermisst. Angriff in Gebäudeinnerem aufgehalten. Erwarten Evakuierung. Sieht ganz so aus, Joel. Die haben es nicht mehr hier rausgeschafft, zumindest die beiden. Muss man nur noch wissen, wie groß ist denn so eine Einheit? Wahrscheinlich 4 bis 5 Personen oder so. Oh, da ist gar nichts hier, das ist doch... Ne. Wenn ich mit den Lettern was bauen könnte, das wäre super. So eine super Selbstverteidigungswaffe aus Plastikbuchstaben. Das wäre klasse. Ja. God damn it. Clicker. But years of infection will do to you. Blind? Sort of. They see using sound. Like bats? Like bats. If you hear one clicking, you gotta hide. That's how they spy you. Ah. Das ist schon komisch, dass der das so anpacken kann, oder? Ich meine, die Sporen... Die gehen wahrscheinlich nicht nur über die Atemwege in den Kreislauf und... Ne? Das ist gefährlich. Ja, genau aus dem Grund würde ich mich hier drin nicht aufhalten wollen. Einfach mal alles hier zusammenstürzen kann. Einfach mal so. Einfach mal so. Oh, guck mal noch die Kinderzeichnungen hier. Wow. Ja. Würde ich ja nicht gerade behaupten, dass hier alles cool ist. Ah, guck mal. Bisschen Klebeband. Dass das noch gut ist. Ich meine, der Klebestoff da, der muss doch verfliegen mit der Zeit. Das hält doch nicht. Na, vielleicht auch doch. Ich kenne mich da nicht aus. Und? Gebt euch mal Mühe, komm. Alter! You all right? It's nothing. Let's search for supplies. Shit! Oh, that was intense. You said it. Ja, Klicker. Ein Kratzer oder ein Biss genügt schon. Was haben wir denn hier? Alkohol. Mein Lieblingsgetränk. Alkohol! Here, patch yourself up. Appreciate it. Ein Medkit. Ja, jetzt kann ich mir eins bauen. Das geht übrigens sehr schnell, wenn man es so macht. Was brauche ich denn, um das Zeug jetzt zu verbessern? Hm. Hab leider nicht genug. Egal für was. Na, ich werde mich jetzt nicht verbinden. Ich heb mir das auf, Leute. Das muss. Stein habe ich noch. Vielleicht noch ein paar Metallteile. Ja, man muss echt oft knausern, aber ich krieg das hin, Leute. Ich werde auf jeden Fall alles sparen. Ah, guck mal hier. Ist die erste Tür, glaube ich, schon. Ja. Ich habe ja gesagt, man braucht Messer, um Türen zu öffnen. Manche. Und da bekommt man dann mehr Rohstoffe als anderswo. Zum Beispiel eine Glasflasche. Mhm. Oder Pilchen. Und noch 25 Schrott.
super. Na gut, Schrott ist es ja nicht, aber... Fertigungsteile, sagen wir einfach. Na, hat sich ja voll gelohnt, ne? Für so ein Messer. Dafür brauche ich eine ganze Klinge und Klebeband. Also das ist schon fast mehr, als es sich eigentlich lohnt, aber... Let's get the hell out of here. Ja, hier hätte man den Raum gesehen. Guck mal, eigentlich das Regal wegdrücken muss ja helfen, aber es geht halt nicht. Aber Vorsicht, ich will euch da nicht runterschubsen. Nee, also da kommen wir nicht weiter. Mal die Batterie schütteln. In der Taschenlampe. Ja, guck mal. Nichts. Up there. Look. Yeesh. Ein großes Nichts. Oh, wie da echt nur Fuß hängen geblieben ist, ne? Na komm. Ladies. Ach, guck mal hier, das Gesicht. I'll check it out. Total zerfetzt. Just see if there's a way through. Ne? It's clear. Na komm, Ladies first. Kinder zuerst. Come on. You got it. Okay. Na komm. Come on, let's go. Yep. Aber auch eine Kraft, die Frau. Clickers? Shit. Go, go, go. Gut ablenken, die Viecher. Das hat die gar nicht gehört. Verdammt. Okay, okay, okay. Ich hoffe nämlich, dass hier noch was ist. Nee. Ach, verdammt. Hier ist nichts. Ich dachte, da wäre was. Jetzt wird's gefährlich. Hier lag doch eben noch was, oder? Ja, eine Flasche wenigstens. Oh, Kinder, Kinder, Kinder. Komm bloß nicht her. Ei. So, ein Riegel für meine Mühen. Ja. Fast blind, aber nicht blöd. Die können sehr gut hören, die Dinger. Also, Echolot. I think that's it. Helly, you okay? Other than shitting my pants? I'm fine. Let's go. Ja, Nummer 4, ne? Einer nach dem anderen gehen sie drauf, die Typen. Hier, toll, der Kraftpotz. Here you go, ladies. Alright. Come on. Oh, zum Glück können die nicht klettern, die Viecher. The stairwell's blocked. Oh, this is crazy. Just don't look down. Are you serious? Mann, das Ding wackelt wie blöde, guck mal. Und die klettern da einfach so drüber, so todesmutig. Ihr Wahnsinnigen. Ja. Wie es halt jeden Moment einfach mal reißen könnte, ne? Oder aus den Halterungen bricht. Mein Stahl wird ja auch porös.
Der oxidiert und dann brechen die Seile auch. Boah. Ja, Nummer 5. Ja. Einen Revolver. Sehr cool. Ja, jetzt kann ich Waffen austauschen. Wir bekommen übrigens noch ein ganzes Arsenal zusammen. Werdet ihr noch sehen, das ist... So, warte. Ich will aber die Pistole behalten. Nein, er sagt mir, ich muss den Revolver oder was. Na klasse. Ja, das dauert jetzt ein bisschen länger. Ist aber kein Problem, wir haben ja Zeit, ne? Noch. Alter Schwede, hier liegt auch nichts. Das ist doch unglaublich. Alles leer. Das ganze Gebäude ist schon leer geräumt. Oh, wenn die nicht solche Geräusche machen würden, ne? Ja, klasse. Und, hepp. Joel, der Schleichmeister hier. Dafür die Kohlen aus dem Feuer. Das Gute ist... Die Runner, die kann man noch ganz leicht austricksen. Beziehungsweise einfach erwürgen. Bei den anderen sieht es dann nicht mehr so leicht aus. Die Kicker, meine ich. Die sind dann schon ein ganz hartes Kaliber. Also die muss man auf jeden Fall abknallen. Und dann mit einem Messer erstechen. Aber das ist fast unmöglich. Ich dachte mir schon, dass der jetzt hier reinkommt. Oh, komm, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Ich bewege mich auch so gut wie nicht. Oh, da ist ein Klicker. Ach, guck mal, da ist noch so ein Wachmann. Kumpel, mach mich nicht unglücklich jetzt, ja? Ah, Leute, dieser Pilz. Ich will gar nicht wissen, was bei denen gerade im Kopf vorgeht. Wahrscheinlich nur blanker Hass und Wut. Mordlust oder sowas. Ruhig. Die sehen aber schlimm aus, ne? So dieser ganze Schmand, der ihnen aus den Augen kommt und... Weiß ja nicht. Aber zum Glück sind sie noch so weit menschlich, dass man sie eben einfach noch erwürgen kann. Ansonsten hätten wir ganz andere Probleme mit denen. Schade, dass ich auch nichts zum Schlagen habe. Hätte ich irgendwie einen Knüppel oder so, dann könnte ich mich da noch ein bisschen besser wehren, aber so... Oh, oh, oh. Das überall knacken. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Was? Ja, ja, ja. Sprint, um frei zu kommen. Alter. Okay. Versuchen wir es nochmal auf die Schleichmethode. Ich könnte es auch brachial versuchen, aber das ist echt nicht so meins, Leute. Das ist echt nicht mein Stil. Hier, komm her. Stirb! Du Wurm. So, den hätten wir schon mal. Jetzt warte ich noch auf den hier. Der geht gerade rein. Passt eigentlich hervorragend. Wenn mir da jetzt keiner entgegenkommt. Oh Gott. Das war richtig knapp. Oh, nee, den kriege ich nicht mehr. Der geht gleich die Tür raus und dann ist es zu spät. Ja. Nee, nee, nee. Das ist zu gewagt. Ich warte jetzt hier einfach, bis der wieder hier reinkommt. Alter Schwede. Es hört sich so unheimlich an, wenn hier alles rum...
kruschelt und bröckelt. Das ist unheimlich, wirklich. So kommst du wieder, mein Freund. Ja, da ist er wieder. Ah, Leute, das ist so spannend hier. Diese Szenen, ein Fehler. Habt ihr gesehen? Gerade so ein Klicker, die müssen einen nur mal zu packen bekommen, dann ist man tot. Keine Chance. Vorbei. Die beißen einem in die Kehle und das war's. Wie so eine Raubkatze. Genickbiss und fertig. Da kommt er. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Wie soll ich denn den sonst erwischen? Warte mal, außer er geht die Tür raus, dann kann ich ihn von hinten. Kommst du jetzt? Da ist er. Oder ich schaff's, wenn ich hier rüberspringe. Ich muss das jetzt mal ein bisschen ausbaldowern. Der Zuckepeter. Zuckepeter Peter, nein! Alter, lass mich mal da runter jetzt. Ich verhau dich. Oh nein. Nein, nein, nein. Alter. Oh, das war kacke. Das war... Geh doch da raus, Joel. Oh. Das war kacke. Was, sie schafft mich hier hoch? Das freut mich ja fast. Bam. Oh. Oh, komm, 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 komm. Es läuft noch, es ist noch nicht gelaufen. Friss die Flasche, du Schwein. Nein. Oh. Alright, come on down. Mist. Aber es hat funktioniert irgendwie. Ich sag euch, hätte ich einen Knüppel gehabt, dann wäre das ganz anders gelaufen. I'm impressed, Joel. Let's just get out of here. Ja, einfach nur... Oh Mann, ey. Aber es ist schon eine Meisterleistung, muss man sagen, was Joel hier abliefert. Vor allem auch so, ne, die nötige Brutalität bringt er halt einfach mit. Dass er den einfach mal so den Kopf weghaut mit einem Stein, muss, das müsst ihr euch mal vorstellen. Was für eine Kraft dahinter liegt. Nichts mehr zu heilen hier, ne? Mann, ey. Gar nichts. Es gibt einfach nichts hier. Na gut. Uiuiuiui. Du hast noch ein bisschen Munition, ne? Na gut, zwei Kugeln besser als nichts. Und... Ich bin ja echt froh, dass man hier keine Tasten spammen muss. Das wäre noch der Abschuss. Aber das haben die echt gut gemacht. Tess, go. Alright, hold on. Na klasse. Provisorisch, aber geht. Hallo? Noch was vielleicht? Oh, ein Riegel. Gut, dass ich mich nicht geheilt habe. Alkohol. Hast du gerade Alkohol aufgehoben, Tess? Scheinbar, ne? Ich weiß nicht. Ja. Let's get to it. We get through here. Watch your back. Guck mal, hier alles eingestürzt. Und die Natur holt sich eben alles wieder zurück. Alles grün wieder. Sogar Vögel hier drin. Und man hört Frösche. Oder Kröten. Ja, es hört sich gerne auf Frosch an. After we get back, we can take it easy for a little while. You won't take it easy. Hey, you're the one always going on about laying low. And you always brush me off. Well, not this time. Unbelievable when I see it. Das ist ja wie ein Irrgarten hier.
Hört sich an, wie als wäre man in so einem zoologischen Garten gerade. Überall Vögel und Natur und Klebeband. Joel, over here. Ja, bin schon dabei. Oh, guck mal, da ist noch was. Ja, Pillchen, super. Look at his sleeve. Firefly. Yep. These guys aren't doing well in or out of the city. Let's hope there's some. Und ein Molotow. Super. Die sind sehr nützlich. Naja, aber das werden wir nächstes Mal rausfinden, Leute, denn ich mache hier nochmal ein Päuschen. Wäre super von euch, wenn ihr mir was Schönes da lasst. Gebt mir ein Like auf das Video, schreibt mir einen netten Kommentar drunter und wir sehen uns wieder nächstes Mal bei The Last of Us Remastered.